So, ja hallo, meine lieben Freunde. Ich war gerade raus, hab noch eine Runde gedreht, ne, bisschen Frischluft geschnappt. Jo, und ich wollte euch gerne ein bisschen was mitteilen. Aber immer so das Getippe mit dem Finger, das ist ja nix. Also, dachte ich mir, mache ich doch ein Video. Hä? Dazu kommt noch, treffe im KW, Moment auch schlecht, der Virus schleicht überall um die Ecke. Funktioniert ja auch nicht. Also, aufpassen. So, ja, worum geht's? Folgendes, ich werde von meinen deutschen Freunden immer wieder gefragt, Mensch, wie war das dann in Indien oder wie ist das dort? Kann man da Urlaub machen? Ist das toll? Ist das gefährlich? Immer wieder viele Fragen, sehr ähnliche Fragen und ich dachte mir, sowas kann ich doch zusammenfassen und mache ein Video, was euch hilft, was gut für euch ist. An der anderen Seite fragen mich mal Freunde von Indien immer, Mensch, in Deutschland, wie ist denn das dort? Wie macht denn ihr das, dass ihr immer so pünktlich seid? Ja, auch da, gleiche Situation, da kann ich ein bisschen was zu sagen und kann gerne von meinen Erfahrungen, von meinem Wissen ein bisschen was weitergeben. Nächster Punkt, Fotografie. Genau dasselbe. Ich habe so viel Erfahrung gesammelt und auch da würde ich gerne von meinem Wissen ein bisschen was weitergeben, euch damit helfen und einfach sofern was Gutes tun. Ja, nächstes großes Thema, Spiritualität. Auch da, wissen meine Freunde, habe ich irgendwie so meinen Weg gefunden, der mich auch letztendlich dann ja auch nach Indien geführt hat. Und ja, also mich würde es interessieren, wie ihr darüber denkt, was ihr davon haltet. Ja, schreibt doch mal unten in die Kommentare ein bisschen was rein. Gerne stellt mir auch Fragen, die kann ich dann im Video zusammenfassen und beantworten. Irgendwelche Kritik, auch sehr, sehr gerne. Ja, schreibt doch mal, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Jo, und dann würde ich vielleicht in Zukunft öfters mal so ein Video machen und dann können wir auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren. Also. Aufpasse, der Virus lauert hinter jeder Ecke. Also, macht's gut, bis dann. Ich freue mich schon riesig auf eure Kommentare unten. Vielen Dank, vielen liebe Grüße vom Uli Wenzel. Bis dann. Tschüss.